Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu der ersten Runde Ranked Battle Takugai vs. Bossbuilder, und zwar Ender Games. Ich sag dem Taku, dass er jetzt suchen kann. Ja, und ich bin nicht alleine am Kommentatorenpult. Mit dabei sitzt die Engelchen. Hallo. Ja, die Engelchen wird sich voll und ganz auf den Bossbuilder konzentrieren, während ich mich auf den Takugai konzentriere. Und Takugai ist schon in der Runde drinne, deswegen sollten wir jetzt mal ganz schnell hinterher joinen. So. Ich bin mit drin in der Runde. Wie ihr seht hier die komplette Runde. Bist du auch reingejoint, Schatz? Ja, der zeigt mir wieder nicht. So, ich bin jetzt schon mal drin. Dann kann ich schon mal aufpassen. Wie gesagt, da vorne ist der Taco-Guy. So, dann los geht die Runde, los geht's. Wie gesagt, ich hänge am Taco-Guy. Und ich hänge jetzt an dem Bossbilder. So, der Taco-Guy hat sich für das Barbaren-Kit entschieden. Ich tippe mal, dass der Bossbilder das genauso gemacht hat. Wo ist er denn? Der Bossbilder. Such ihn einfach. Ich hänge so lange an Taco-Guy dran. Ja, ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Also, es könnte zu jeweiligen Fehlern kommen, ne? Also, bitte nehmt das nicht ernst. Und wie gesagt, es ist alles live. Es ist keine Sache, die wir hier nachschauen oder er läuft an der Kiste vorbei, der Taco. Oh. Ah, jetzt hat er sie doch gefunden. Es ist, wie gesagt, alles live kommentiert. Und gewinnt kann derjenige, der mehr Kills hat und länger durchgehalten hat. Ein Unentschieden kann aber auch entstehen. Wir werden jetzt gucken. 55 habe ich die, läuft das jetzt bis 10 nach. Und dann schauen wir mal. Was macht denn eigentlich so gerade der Bossbilder? Wer läuft in der Gegend rum? Der läuft nur in der Gegend rum. Ja, der Taco hat jetzt schon angefangen, eine Crafting Bench zu bauen. Und er läuft doch an Kisten vorbei. Oh, hier kann es gleich schon zu einem Kampf kommen. Taco könnte sterben. Aber er hat ein Diaschwert. Das müsste er eigentlich überleben. Taco ist tot! Taco ist tot. Der Philipp wirft eine Angel weg. Der Taco ist tot. Ja, da haben wir den Chrome HD. Der hat jetzt so gesehen weggesnackt vom den Taco. Tja, PP sag ich da in dem Moment. Dann hüpfe ich mal auch zum Bossbilder. Ja, aber das ist dann ja dann jetzt doof. Nö, wir können uns jetzt sagen, Taco ist jetzt tot. Das heißt, 0 Kills momentan für beide. Das ist also noch ein 0-0-Stand. BZW 0-1, weil Bossbilder schon länger überlebt hat. Wenn Bossbilder jetzt aber noch natürlich einen Kill macht, wäre das natürlich was. Aber dass Taco schon tot ist, weißt du? Er hatte sogar ein Dia-Schwert, ne? Das ist untypisch für Taco, ja. Richtig untypisch für Taco, dass er schon so schnell stirbt. Aber Philipp macht's auch geschickt mit dem, Philipp macht's aber auch geschickt mit dem Weglaufen. Oh, da wurde geportet. Schnell hinterher. Da ist er, im Wald. So, ja. Dahinter ihm ist einer. Der sneakt. Und da kommen noch welche. Nee, der Game Crash, der ist tot, Schatz. Da kommt noch einer. Ja, da ist der Kampf. Und Bossbilder ist tot. Okay, das war's für die... Ich konnte es nicht sehen. Ich hab's aufgezeichnet. Das war's von der ersten Runde. Ich würde sagen, die können dann schon mal weiter. Wir switchen wieder rüber in den Hub. Also Slash Hub, bitte. Und ja, also, es war jetzt die erste Runde. Der erste Punkt, der geht an Philipp. Yay, Philipp! Also, das heißt, momentan steht's 1-0 für Philipp. Nicht schlecht, aber ich würde sagen, das war einfach Pech bei Taco. Der hat so viele Hits am Anfang abbekommen, weil er noch am Craften war. Und dann da kann man nichts für halt, ne? Aber er hat sich ein. Gut, Eisenschwert gegen Dia-Rüst, gegen Dia-Schwert. Und der eine hatte nur die normale Rüstung, also die ganz normale Lederrüstung, und Taco hatte sich aber schon Eisenrüstungteile gemacht. Das war eng. Es waren vielleicht nur anderthalb Herzen oder so, die vielleicht übrig geblieben sind. Ja. Aber gut, kann man halt nichts machen, genau. So, jetzt warten wir darauf, dass sie in die nächste Runde reingehen. Ja. Wenn sie dann mal endlich in die Runde reinkommen. Aber was meinst du, wie wird jetzt diese Runde ablaufen? Wird Taco nochmal so einen Fehler machen? Ah, sind drinne. Nachjoin. Achso, ja. Nachjoin. Warte. So. Das ist komische. Ich bin am Buggen. Oh mein Gott, bin ich am Buggen. Philipp. Oh, ich bin gerade richtig am Buggen. Oh mein Gott, ist das eklig. Ja, weil ist das die sich hin und her teleportieren. Ja, das ist eklig. Ich hänge gerade in so einem Fest, so gesehen. 2, 1, go.
So, da. Der Takugai macht's diesmal anders. Der hüpft sofort runter. Ich habe den Philipp verloren, aber der ist auch runtergehüpft Ja, wahrscheinlich direkt. und wird verfolgt von zwei. Ja, es ist erstmal noch Schutzzeit, 70 Sekunden, 60 Sekunden noch. Ja. Taco hat's mies erwischt. Er ist richtig komisch runter, richtig falsch runter. Jetzt vorne will er an eine Kiste, aber da ist einer schneller, weil der einen Känguru-Kit hat. Oh, Känguru-Kit, das wird schon schwierig. Und an die nächste Kiste kommt Die der andere Schutzzeit natürlich. endet in 50 Sekunden. Ja. Aber der Taco-Guy, der wird richtig Probleme kriegen. Ah, der Jetzt Philipp hüpft. macht's wieder ganz geschickt und läuft erstmal weg. Ja, Doch, Taco die hat jetzt. Schutzzeit ist gleich rum und hier ist auch einer. Ja, Taco hat seine erste Ah, Kiste der geht bekommen. direkt auf Philipp zu und wartet. Ja, es sind da noch 30 Sekunden, ganz ruhig. So, Taco hat sich jetzt erstmal auch ein bisschen Essen gefarmt. Aber er ist jetzt auch schon wieder am Weglaufen, weil er. Ja, da ist einer direkt hinter ihm. Da muss er wieder aufpassen, aber der hat nur ein Holzschwert. Der. Schau mir in die Augen, Kleines. So, 10 Sekunden noch. 5 Boah, ich Sekunden werde die noch. ganze Zeit Hier, oh, weggeschickt. Taco geht, glaube ich, gerade in den F5-Modus. Ja, oh Oh, nein. oh, Oh, Philipp. Oh, Philipp. Nein, Philipp ist. Nein, Philipp ist schon gestorben. Taco wird gerade verfolgt. Das heißt, es ist wieder von der. Es, Köst-Alms Kratz. ja, das heißt, es ist wieder. Das ist jetzt ein Punkt für Taco. Jetzt heißt es nur noch, wenn Taco den kriegt. Ja, Taco Also. hat ihn bekommen. Taco hat ihn bekommen. Und jetzt wird er aber selber abgestaubt. Der hat ein Eisenschwert, da hat er keine Chance. Nein, Ja. und. Oh, Da ist schade. es schon vorbei. Ich habe jetzt schon Slash-Haft gemacht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe ihn sofort reingeschickt. Gut, aber in dieser Runde gingen jetzt 2 Punkte an Taco, dadurch, dass er einen Kill gemacht hat und weil er auch wieder länger überlebt hat. Das heißt, es steht jetzt schon 2:1. Ist gar nicht so schlecht, aber ich tippe mal, in diesem Modus wird die meiste Zeit wahrscheinlich hier so wirklich in dieser Lobby abhängen. In der Zwischenzeit könnte ich ja schon mal so ein Zwischenresümee anzeigen. Müsste jetzt hoffentlich, entweder ich bin zu blöd, das hinzukriegen oder nicht. Ansonsten ist es definitiv nochmal am Ende angezeigt, das komplette Zwischenresümee. Oh, ich hüpfe Herzen hinterher. Nee, aber diesmal hat Taco, ich glaube, Taco ist wirklich einmal in den F5-Modus reingegangen, hat nach hinten geguckt, ob da einer gekommen ist. Wie ist das so Ja. bei Philipp abgelaufen? War Ja, da bei auch. Philipp war das jetzt so, da kam einer vom Baum runter und er war gerade dabei zu craften. Ah. Und da hat der eine ihn mit dem Eisenschwert geschlagen und Philipp hat direkt schon sein Eisenschwert dann rausgeholt und hat noch versucht, auf ihn drauf einzuschlagen, aber da war schon zu spät. Da war es schon zu spät. Ja, das ist echt schade. Aber es steht jetzt 2:1 für Taco. Momentan Ja. ein ganz klarer Sieg für Taco. Und er ist drinnen in der Runde. Nachjoinen. Ach so, wieder? Ja, die sind schon drinnen. So, diesmal bin ich auch nicht am Bangen. Da ist er, mein Taco Guy. Hey, Taco Guy. So. Mal gucken, wie diese Runde jetzt ausgeht. Oh, ich backe voll. Ich backe megamäßig. Ja, 5 Sekunden muss noch durchhalten. Oh, die stehen direkt nebeneinander. Oh, die stehen wirklich direkt Ja, nebeneinander. jetzt nicht mehr. Aber doch immer noch Doch. nebeneinander. So, ich bin wieder hinter Taco Guy. Oh, Philipp hatte, glaube ich, sogar EXP schon. Ja. Wo ist Taco Guy hin? Ich porte mich direkt zu Philipp einfach. Ach, Taco Okay. Guy wurde geportet, okay. Er holt sich direkt Essen. Oder hat er sich mit einer Enderpearl? Ich glaube, der hat sich mit einer Enderpearl wegteleportiert, der Taco Guy. Hat er diesmal clever gemacht, gerissen, dass er weiter wegkommt. Aber es hat ihn, glaube ich, nichts gebracht. Hier sind einfach Jetzt habe keine ich den Kisten. Philipp verloren. Da ist er wieder. Direkt mal schnell. Da ja. So, 40 Sekunden noch. Der Taco hat Philipp bis. macht's wieder geschickt und läuft vor allem weg. Hat er denn schon eine Kiste gefunden? Nein. Ja, Taco ist auch noch auf der Suche nach einer Kiste. Ich glaube. Und, oh, da ist einer. Jetzt Und Philipp ist jetzt schon. fängt der Taco an zu sneaken. Aber ich glaube, da Bobbit heißt der, oder? Ja, nee, da Bobbit, der hat ihn wahrscheinlich schon gerochen. Nur Philipp geht immer unter Bäume. Oh, das könnte gut aussehen. Wenn er sich jetzt nicht so schnell mit dem Craften fertig ist. Aber der, oh, Taco wird sterben. Taco wird sterben, der hat ein Dia-Schwert und Taco wird da nicht wegkommen. Oh. Taco wird da nicht wegkommen und ja, das ist der Tod von Taco. Taco ist schon wieder gestorben. Philipp hat schon eine Kiste jetzt. Taco ist tot. Das ist schon das zweite Mal, dass er wirklich so sehr verfrüht gestorben ist. Ist Jetzt, eigentlich untypisch für ihn, es ist ne? wirklich recht untypisch. Er ist eigentlich einer, der immer ganz, ganz lange mit dabei ist. Ich bin jetzt auch bei Philipp, guck auch ein bisschen aus der Vogelperspektive.
Ja, ich jetzt nicht mehr, weil er sehr viel unter den Bäumen herkriegt, sonst Ja, sieht man ihn gar ich nicht. mach die Vogelperspektive. Und ja. Sind irgendwie etwaige Gegner in der Nähe? Ich sehe aber auch wirklich gar keinen bei ihm. Das ist die Stelle, wo Taco gerade gestorben ist. Okay. Ah, und hinter ihm ist einer. Hinter ihm ist einer. Nein, Das wird. Das. Nein, das wird nicht. Gut, ich schreibe Taco, dass er losgeht. Das ist wieder ein Punkt nur für Philipp. Wieder nur ein Punkt. das war nix. Das war wirklich nichts. So, kannst du wieder Slash-Hub machen. Alles klar. So, das ist jetzt Schade. schon die dritte Runde und wir sind in den letzten 6 Minuten angekommen. Ich tippe mal, ich glaube, nach der nächsten Runde wird dann wohl wahrscheinlich Schluss sein. Weil dann haben wir die 10 Minuten rum und das war Mindestanforderung für eine Runde. Das heißt, diese Runde entscheidet jetzt. Das ist Entscheidungsrunde. Es steht 2-2. Wer länger Also durch. Philipp, hau rein. Ich weiß, du willst nicht hören, aber hau rein. Wer länger durchhält, der kriegt das hin. Oder Taco macht einen Kill und hält nicht lang genug durch. Ne? Das ist natürlich auch klar. Ja. Wir warten jetzt natürlich, dass es Das. reingeht. Lukas TV möchte mein Freund sein. Nö. So. So viel in der Weltgeschichte rum, Ja, ich aber. laufe auch in der Welt. Ich laufe immer die ganze Zeit am Spawn rum. Aber das war jetzt schon Nee. das zweite Mal in 3 Runden, dass Taco wirklich am Start gestorben ist. Ja. In der Games. Das ist wirklich ein Boah, bisschen, das ist echt geil gemacht, dieses Schild. In der Games. das ist wirklich recht untypisch für Taco. Wirklich recht untypisch. Ja. Wer Revenge kennt, weiß, dass es so untypisch Und ich ist. kenne, privat kenne ich es ja auch, wenn ich mit ihm zusammen. Gut, es kann vielleicht daran liegen, dass das Barbaren-Kit nicht so sein Kit ist, ja. Dass er wirklich nur mit anderen Kit, weil er spielt ja meistens mit dem Ungeheuer-Kit. Da hast du ja Pfeil und Bogen und da kannst du auch keine Schwerter benutzen, die gehen sofort kaputt. Vielleicht ist das so ein bisschen, was bei Taco das Problem ist, dass er mit so Low-Equip anfängt. Er ist nicht gewohnt, mit nur einem Holzschwert und mit Lederrüstung zu kämpfen, ja, sondern er bräuchte Ja. mehr Sachen. Das ist es aber leider. Ja, Philipp, gut, hätte Philipp natürlich auch schon ein Kit gekauft, ne? Dann hätte man vielleicht sich absprechen können, dass man das Kit nimmt, aber Mr. Boss Builder, wie man hört, ist kein wirklich guter PvPer. Naja, ist besser als ich. Das kann ich schon aus Erfahrung sagen. Gut, ja, wir warten jetzt darauf, dass die beiden noch in eine Runde reinkommen. Wir werden definitiv noch eine Runde machen. Ich tippe mal, ich hoffe mal, dass er auch wirklich am Suchen ist. Ich frage mal bei Bossbilder nach, ob er am Suchen ist. Hip, hop, hop, Ah, ich kann das nicht machen, weil ich nicht mit ihm Pferdchen befreundet bin. im Galopp. Würdest du mal bitte slash MSG Leerzeichen Bossbilder 1 machen? Slash MSG. Leerzeichen Bossbilder 1. Und dann fragst du, ob Taco sucht. Ja, habe ich. Gut, okay, weil ich bin noch nicht mit Lukas ihm. TV möchte mein Freund sein. Ja, Freunde, ich kann ja in der Zeit auch mal einmal ansprechen. Ihr könnt auch mitmachen bei diesem Ranglistenspiel. Es sind fast alle sind genehmigt. Das fast betrifft Leute, die es vielleicht wissen. Schreibt einfach dazu unten in die Kommentare als kleiner Hinweis, ihr müsstet vielleicht wirklich mal einmal aufnehmen. Und wie gesagt, es könnte passieren. Es ist vorwiegend bei Jump World wird das wahrscheinlich so sein oder auch bei anderen Spielmodis, die jetzt zum Beispiel nicht auf Gomme sind, wo wir nicht nachjoinen können. Wir wissen das jetzt nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, die erste Runde. Und wir wissen nicht, ob wir da wirklich großartig dann nachjoinen können. Und vielleicht müsstet ihr dann aufnehmen. Diese Daten braucht ihr dann aber nicht hochladen. Die könnt ihr mir dann einfach zuschicken. Dazu dann aber mehr Infos, wenn ihr wirklich dran teilnehmt und auch mal dran gekommen seid. Weil, wie gesagt, pro Woche nur 2 Matches. Ja, und es dauert mir eigentlich jetzt gerade wirklich ein bisschen zu lange. Möchte Ja. ich meinen. Ich gebe denen jetzt noch Zeit, wie gesagt, bis 10 nach. Dann sind 15 Minuten rum.
Und wenn bis dahin kein Spiel gefunden wurde, dann wird die Folge hier beendet, die Runde. Und dann wird das wirklich als ein Unentschieden ausgehen. Weil ich will es nicht länger wie 15 Minuten wirklich machen. Wenn sie jetzt aber wirklich noch eine Runde reinkommen, dann ja, würden wir sie mitnehmen. Kannst du noch irgendwie was machen? Ich kann keinen Rechtsklick mehr machen. Ja. Ich kann keinen Rechtsklick mehr machen. LOL, die sind die ganze Zeit in einer Runde. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Weil ich nicht mehr Rechtsklick machen konnte. Oh nein. Ich habe jetzt nämlich Rechtsklick gemacht und bin nämlich in der Runde drin. Ich auch. Oh Aber je. Philipp ist tot anscheinend. Also ich bin jetzt gerade reingekommen und Takugai war noch am Leben. Also das war jetzt dann ein Technikfehler. Irgendwie hat mir der Server keine Signalisierung gegeben. Das habt ihr ja selber gesehen. Ich habe keinen, da hat Sir Domme jetzt gerade gewonnen. Ich habe nichts bekommen. Ich habe das noch geschrieben und es kam nichts mehr. Ja, gut. Das können wir leider dann auch nicht retten, ne? Das haben wir Ja, nicht gesehen. eigentlich schon. Nein, das können wir nicht Der werten. Punkt für das lange Überleben ist definitiv sicher. Sache ist jetzt nur, wie sah es mit den Kills aus? Ja? Und Ich würde sagen, diese Runde werten wir nicht. Es bleibt dann beim Unentschieden. Und dann wird es bald irgendwie ein Stechen geben. ja, das Stechen wäre ja eigentlich jetzt. Weißt du was? Komm. Slash MSG Takugai Die sind schon noch. aufgegangen. Wie, die sind schon aufgegangen? Nein, Takuga ist Das bei mir Bilder noch ist online. runter von rumgegangen. Der ist wirklich runter von Gombe gegangen? Ja. Gut, dann halt nicht. Okay. Dann würde ich Jetzt sagen. wusste er nicht. Ah, das sind diese Technikfehler alles am Anfang, weißt du? Das ist so nervig. Dann wird das hier halt die erste Überlängen-Ding, weil das jetzt, wie gesagt, so ein Fail war. Ja, oder es bleibt halt bei Unentschieden. Ich schreibe jetzt gerade, Taku hat einen Fail. Ja, wie machen wir's? Sollen wir eben kurz mit den beiden sprechen? Komm, ich move sie mal eben kurz hoch. Ja, Und wir aber sprechen dann mit denen. müssen wir die Nein, nein, Aufnahme. machen wir eben in der Aufnahme. User was moved to So, your Leute, channel. einmal Lobby kurz. was moved to your channel. Einmal bitte Was kurz geht ab? ruhig. Einmal bitte Geh mal kurz ruhig. raus, oder? Einmal bitte kurz ruhig! Wir sind noch in Aufnahme. Wir hatten jetzt gerade ein technisches Problem. Ich habe kein Okay von Taco bekommen. Oder hat Taco mir keins geschickt? Ich hab ihn, okay. Gut, Geschickt. dann, weil ich konnte nämlich auch keinen Rechtsklick mehr machen. Jetzt Ja. gerade haben wir einen Rechtsklick gemacht. Dann habe ich gesehen, dass Taco noch gelebt hat. Und dann ist er gerade in dem Moment gestorben. Ja, So. aber Philipp auch, weil ich konnte Philipp noch nachzählen. Philipp, bist du eher gestorben wie Taco? Ja. Ja, und ich hab einen Mit ein Kill noch mehr halbes Herz gemacht. hat er noch gehabt, weil ich habe 5 Ranken gehittet und sowas. Ach so, ihr habt gegeneinander gekämpft sogar. Nein, 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 Nein. nein, aber Ach so. ich hab länger überlebt und hab halt noch einen Kill gemacht. Gut, okay, dann ist das für mich eigentlich jetzt diese Aussage. Philipp, nimmst du die Runde hin? Habe ich gewonnen, ja? Alter, ich Nein, habe gewonnen! nein, hast du nicht. Erstmal noch eine Bauen, oder? Nein. So, okay, gut, dann rufe ich euch mal eben kurz raus für das Endwort. Buddy was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So, okay, dann, ja, gut, jetzt haben wir es gehört. Das sind nochmal 2 Punkte für Taco. Und Ja. tja, dann wäre das der erste Sieg für den Taco Guy. Wie gesagt, Endresümee steht dann so fest: Taco Guy hat insgesamt 2 Kills gemacht. Bossbuilder hat gar keinen Kill gemacht. Dafür hat Bossbuilder zweimal länger überlebt und Taco hat auch zweimal länger überlebt. Aber Taco gewinnt halt durch die Kills. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön für die erste Runde, dass ihr dazugeschaut habt. Und wie gesagt, die nächste Runde dann am Samstag: Spielekirsche gegen Tanda, Get Down mit dem Co-Moderator It's Better Time HD. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut da rein und schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!